Das hat's in den letzten Jahren viele Schulen im Münsterland getroffen, vor allem Haupt- und Grundschulen, die mussten geschlossen werden. Nun steht die Grundschule in Borken-Hoxfeld im Blickpunkt. Der Schulentwicklungsplan, der geht von sinkenden Schülerzahlen aus und deshalb steht sie auf der Streichliste. Eltern, die wollen das so nicht hinnehmen und haben mehrere tausend Unterschriften gesammelt. Vor allem, weil sich viele für das Prinzip einsetzen, kurze Beine, kurze Wege. Sie wollen, dass ihre Grundschule im Ort bleibt. Sohn Max ist bereits auf dieser Grundschule in Borken-Hoxfeld und Nicole Glocke möchte ihre kleine Tochter auch gern hierher schicken. Deshalb hat sie mitgemacht bei der Unterschriftenaktion, damit die Stadt die kleine Schule im Dorf lässt. Jedes Kind kennt den anderen mit Namen, ob ein Viertklässler, ein Erstklässler. Ich finde, es ist ein sehr soziales Verhalten untereinander. Es ist überschaulich klein, ich finde es behüteter. So für einen Erstklässler damals, jetzt ist er in der zweiten Klasse. Also ich, ein tolles Team, ein junges Team an Lehrern, alle sehr engagiert, sehr motiviert. Also 100 Schüler gehen auf die Pröpsting-Grundschule. Sie ist die kleinste in Borken. Genau das ist der Grund, warum sie geschlossen werden soll. Als Tanja Schwering davon erfuhr, hat sie zusammen mit anderen Eltern eine Initiative gegründet. Mit Unterschriften und mit Fakten will sie sich gegen die Entscheidung wehren. Die Schule hat im Moment 100 Schüler oder 102 Schüler ungefähr und braucht 92 Schüler, um eigenständig bestehen zu bleiben. Außerdem würden auch Schüler aus anderen Stadtteilen angemeldet. Das heißt für die Eltern, die Dorfschule ist attraktiv. Deshalb haben sie auch für den Erhalt 4.800 Unterschriften gesammelt. Nun muss der Rat der Stadt Borken aber die Zahl der Grundschulen zurückfahren. Die Schule im kleinen Hoxfeld sei auf Dauer nicht lebensfähig. Bürgermeister Rolf Lührmann ist deshalb zusammen mit dem Rat einer Meinung, die Schule soll weg. Wir müssen auch die anderen Schulen sehen. Es kann nicht Sinn machen, dass wir eine Schule retten in Anführungszeichen und gleichzeitig uns auf der anderen Seite bei anderen Schulen ein Problem machen. Man muss schon die gesamte Schullandschaft in den Blick nehmen. Und da war die Auffassung des Rates auch meine übrigens, dass wir mit dieser Schließungsentscheidung eine zwar schmerzhafte, aber unumgängliche Entscheidung getroffen haben. Das sehen die Eltern anders. Sie glauben, dass sie Zahlen haben, die das Gegenteil beweisen. Damit wollen sie schwarz auf weiß belegen, dass die Schülerzahlen steigen und die Schule ein Existenzrecht hat. Ich hoffe einfach, dass wir die Ratsmitglieder erreichen mit dem, was wir machen. Wir haben unsere Präsentation soweit online stehen. Wir hoffen, dass sie sich im Vorhinein damit befassen. Denn in dieser Sitzung, in der wir vortragen, wird direkt auch der Beschluss gefasst. Das ist vielleicht ein bisschen wenig Zeit. Also man sollte sich da schon im Vorhinein damit befassen, weil es auch teilweise etwas kompliziert ist. In einem Monat werden die Eltern dem Stadtrat ihre Argumente vorstellen. Sie werden überzeugend sein müssen, denn bisher sind dort alle gegen den Erhalt der Grundschule. Und wir kommen zu den Nachrichten in der Lokalzeitung.